Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es um den dänischen Dieseltriebwagen der Reihe MR bzw. MRD. Darum, wie man ihn fährt und bedient. Als allererstes beginnen wir damit, die Spitzenbeleuchtung in unserem Fahrzeug einzuschalten. Dies können wir durch die Taste H machen. Dadurch leuchten automatisch alle drei weißen Lampen an der Front des Triebwagens. Durch einen weiteren Tastendruck auf die Taste H kann hier auf die Rückbeleuchtung umgeschalten werden. Da wir aktuell am Bahnsteig stehen, möchten wir natürlich auch die Fahrgäste zusteigen lassen. Dies kann realisiert werden durch einen einfachen Klick auf die Taste T oder einen Klick mit der Maustaste auf den Bahnsteig. Dadurch öffnen sich die Türen und nachdem eine gewisse Zeitschleife abgelaufen ist, werden diese sich auch wieder von alleine schließen. Im nächsten Schritt möchten wir uns in den Triebwagen hineinsetzen, besser gesagt in den Führerstand. Dies können wir mit der Taste 1 realisieren. Durch einen kurzen Tastendruck werden wir hier auf den Lokführersitz gesetzt. Im Führerstand angekommen, möchten wir uns die Instrumenten bzw. das Pultlicht einschalten. Das machen wir mit der Taste I. Mit der Taste L können wir uns optional noch für den gesamten Führerraum die Beleuchtung hinzuschalten. Als nächstes möchten wir die Fahrtrichtung auswählen. Das geht über den Fahrtrichtungswender. Der ist hier unten im Bild dargestellt. Als nächstes möchten wir den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsposition begeben, um mit dem Zug nach vorne zu fahren. Dazu können wir entweder die Taste W auf der Tastatur drücken oder durch einen Tastendruck auf die linke Maustaste den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsposition verschieben. Für alle erfahrenen Benutzer des Train Simulators empfehlen wir auch an dieser Stelle die Zugsicherungssysteme SIFA und ATC für Dänemark einzuschalten. Die SIFA kann dabei über die Tastenkombination Steuerung und 6 und das ATC-System über die Tastenkombination Steuerung und 7 eingeschaltet werden. Alle Erläuterungen dazu befinden sich auch noch einmal im mitgefügten Handbuch. Außerdem haben wir bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit, uns in die Fahrgastposition zu begeben. Von hier aus können wir den gesamten Fahrgastbereich des Triebwagens einsehen und uns auf zwei verschiedene Sitzpositionen setzen. Mit den Pfeiltasten kann zwischen diesen beiden Sitzpositionen gewechselt werden. Die Türen an unserem Fahrzeug haben sich geschlossen, alle Fahrgäste sind zugestiegen und haben im Zug Platz gefunden. Als nächstes müssen wir noch die Bremse lösen, damit wir mit dem Zug abfahren können. Dies realisieren wir durch einen einfachen Klick auf die linke Maustaste und verschieben damit das Zugbremsventil in Lösestellung. Sobald die Luftdruckbehälter bei 5 bar angekommen sind und die Bremszylinder bei 0 bar, können wir sofort beginnen mit dem Anfahren. Dazu verlegen wir den Leistungshebel in die eingeschaltete Position und erhöhen dann stufenweise die Zugkraft. Nachdem wir dann die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben, können wir die Leistung wieder auf 0 setzen und das Fahrzeug rollen lassen. Wie bei sämtlichen anderen Fahrzeugen auch, sind natürlich auch beim Dieseltriebwagen der dänischen Staatsbahn die Scheibenwischer mit in den Simulator implementiert worden. Diese können bei Extremwettersituationen mit der Taste V eingeschaltet werden und ebenfalls mit der Taste V wieder deaktiviert werden. Zusätzlich wurde für starke Abbremsungen ein sogenannter Sander integriert. Mit dem Sander kann das Reibungsverhältnis zwischen Rad und Schiene verbessert werden. Mit einem Klick auf die Taste X kann der Sander aktiviert werden. Und selbstverständlich verfügt der Dieseltriebwagen natürlich auch über eine Hupe. Die Hupe kann dabei einfach über die Taste B auf der Tastatur aktiviert werden. Und selbstverständlich wurde auch für den Triebwagen die Zugzielanzeige an der Außenseite des Fahrzeugs mit implementiert. Hierbei können über die Tasten Steuerung 9 und Steuerung 0 die verschiedensten Zugziele aus Dänemark ausgewählt werden.
Das Bedienungskonzept des Dieseltriebwagens sollte damit nun vollständig erläutert sein. Im Namen von Global Bridge Entertainment wünschen wir Ihnen viel Spaß mit diesem Fahrzeug und allseits gute Fahrt.